Die Deutsche Bundesbank hat die Verlagerung ihrer Goldreserven früher abgeschlossen als ursprünglich geplant. Damit liegen nun etwas mehr als die Hälfte des deutschen Goldschatzes wieder in heimischen Tresoren. Einzelheiten dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse. 3 Jahre vor dem geplanten Termin hat die Bundesbank damit ihren Plan umgesetzt, mehr als die Hälfte der deutschen Goldreserven im heimischen Tresor in Frankfurt am Main zu lagern. Und dieser Tresor muss groß sein. 1710 Tonnen lagern nun am Hauptsitz der Bundesbank in der Main-Metropole, 1236 Tonnen in New York bei der US-Notenbank und auch bei der Bank of England in London sind 436 Tonnen deutschen Goldes eingelagert. Die Lagerstätten außerhalb Deutschlands wurden zur Zeit des Kalten Krieges eingerichtet, um im Krisenfall das Gold direkt in Devisen eintauschen zu können. Für London wie New York gilt dieses Argument immer noch. Für das Goldlager in Paris aber gilt das seit der Einführung des Euro nicht mehr. Deshalb lagert dort nun auch kein deutsches Bundesbankgold mehr. Die Börsendaten. Der DAX gab heute nach auf 12.174 Punkte. An der Wall Street schloss der Dow Jones ebenfalls im Minus bei 21.812. Gold liegt in den allermeisten Fällen als Barren irgendwo sicher im Tresor, während sein Besitzer auf immer größer werdenden Reichtum wartet. Aber natürlich könnte man auch mit Goldmünzen an der Registrierkasse bezahlen. Eine Einrichtung, die im vernetzten Zeitalter nicht mehr ganz so zeitgemäß ist und die beim Verrechnen von digitalen Münzen deutlich überfordert wäre. Bitcoins heißt diese virtuelle Währung, deren Zahlungssystem viele in der Internetgemeinde fasziniert. Annette Dittert sagt warum. Um ein Bitcoin herzustellen, muss ein Computer eine Art Rechenrätsel knacken. Hat er das geschafft, wird er mit einem Bitcoin belohnt. Im Fachjargon spricht man von Schürfen. Pro Tag können derzeit aber maximal 1800 Bitcoins errechnet werden. Das ist in der Software so festgelegt. Je mehr Menschen sich aber nun für diese Währung interessieren, je mehr Computer mitrechnen, desto kleiner ist die Chance jedes einzelnen Computers, Bitcoin zu gewinnen. Und das heißt, wer heute noch große Mengen an Bitcoin schürfen will, der braucht riesige Rechnerparks dafür, sogenannte Minen. Dieser Wettkampf wird derzeit immer härter, denn es gibt nur eine endliche Menge an Bitcoin, die insgesamt geschürft werden können. Auch das ist in der Software so festgelegt. Damit sind Bitcoin ein endlicher Rohstoff wie Gold, der immer wertvoller wird, je mehr Menschen sich dafür interessieren. Es ist nicht etwa so, dass diese digitalen Finanzen eine besonders ausgefallene Spinnerei von Computer-Nerds wären und nur in besonderen Internetforen gehandelt würden. Mit Bitcoins kann man nicht nur im Online-Shop des Supermarktes Wurst und Käse kaufen, sondern auch, wenn man das Risiko nicht scheut, versuchen, ein Vermögen zu machen. Anita Westrup übers Spekulieren und über süße Sachen. Auf der Suche nach dem digitalen Gold. Es ist ein Experiment. Hobby-Imker Markus Klinge verkauft seinen Honig für Bitcoins. Noch steckt das Projekt in den Kinderschuhen, doch er ist von der digitalen Währung schon längst überzeugt. Ich habe extrem niedrige Gebühren, als Beispiel 1000 Dollar überwiesen, 50 Cent Gebühr. Ich habe extrem schnelle Überweisungen, die sind innerhalb von Sekunden da. Von mir aus dauern die Bestätigungen mal noch eine Stunde oder zwei. Er selbst kauft auch mit Bitcoin ein. Hier online bei Edeka. Supermärkte, Lieferdienste, Kanzleien. Sogar Japan hat den Bitcoin als legales Zahlungsmittel akzeptiert. Wie aber funktioniert das Bezahlsystem? Von der digitalen Geldbörse, auf dem Smartphone oder auf dem Rechner, kann man Bitcoins verschicken. Statt einer Bank oder einem Staat kontrollieren Computer, die weltweit miteinander verbunden sind, die Zahlung. Dabei überprüfen sie den Code des Absenders und den Code des Empfängers. Wenn alles stimmt, werden die Bitcoins gutgeschrieben. Einer, der mit Bitcoins so richtig Geld machen will, ist Jan Schmeckenbecher. Der Ex-Mechaniker investiert in Firmen, die Bitcoins errechnen und handelt auch mit der Währung. Ich habe meinen Job gekündigt und obwohl ich Bitcoin erst 1,5 Jahre kenne, sehe ich da großes Potenzial drin und da liegt meine Zukunft drin. Im Netz will er andere von Bitcoins überzeugen, mit eigenen Videos. Nicht ganz uneigennützig, denn wenn sich immer mehr für den Bitcoin interessieren, steigt auch der Wert. Gestartet mit 500 Dollar Investition zum Testen, wie es funktioniert. Bin jetzt mittlerweile weit, also im fünfstelligen Bereich und ja, verdiene auch entsprechend monatlich fünfstellig. Und davon lässt sich es halt auch schon ganz gut leben. Als Spekulant sieht er sich nicht.
Immerhin investierten ja auch große Finanzinstitute wie Goldman Sachs oder die Deutsche Börse. Da fühlt er sich in bester Gesellschaft. 13 Millionen Menschen haben bisher in den Bitcoin investiert. Und der Kurs steigt und steigt. Zuletzt auf mehr als 3.500 Euro. Doch kann das gut gehen? Experten warnen vor einer weltweiten Blase, denn für die digitale Währung gibt es keinen realen Gegenwert. Bundesbankvorstand Klaus-Ludwig Thiele sieht Risiken. Insofern muss jeder wissen, der Bitcoin in Bitcoin investiert, dass der Kurs steigen, aber eben auch fallen kann und dass es sich an der Stelle über dem Markt um ein Spekulationsobjekt handelt. In Verruf geraten ist der Bitcoin zuletzt durch kriminelle Machenschaften. Beim Einkaufen mit Bitcoins kann die Identität verschleiert werden. Drogen und Waffen können anonym bezahlt werden. Aus Sicht des Bundeskriminalamts eine Gefahr. Doch für Bitcoin-Anhänger ist all das kein Grund, an ihrer Währung zu zweifeln. Für sie ist und bleibt der Bitcoin das Gold der Zukunft. Dies ist das Panorama von Luanda, der Hauptstadt von Angola. Man kann sich trotz des hellen Lichterglanzes schwer vorstellen, dass diese City im Südwesten Afrikas die teuerste Stadt der Welt ist, zumindest für ausländische Fachleute. Nirgendwo anders müssen sie so viel für Essen und Wohnen bezahlen als hier an der Küste des Atlantik. Aber Angola ist keineswegs reich, auch wenn es reich an Ölquellen ist. Etwa 40% der Menschen leben unter der Armutsgrenze. Und auch nach den heutigen Parlamentswahlen wird es keinen neuen Kurs im Land geben. Denn eine einzige Partei, die linksgerichtete MPLA, beherrscht das Land seit Jahrzehnten. Thomas Denzel. Von nur einem Dollar am Tag lebt Louis Schnicke-Tela. Eine einfache kleine Hütte muss reichen für ihn und seine sechsköpfige Familie. Normalität in Chamirosh, einem der armen Viertel Luandas. Im Stadtzentrum dagegen glitzernder Reichtum. Das Leben hier kann sich selbst mancher Europäer nicht leisten. Nur wenige Kilometer entfernt, aber für Louis und seine Familie erst recht unerreichbar. Heute konnten sie günstig Fisch kaufen, doch oft gibt es nichts für sie zu essen. Wenn du nicht wie die dort drüben lebst, dann gehen deine Kinder zwar zur Schule, sagt Luis, aber sie gehen hungrig und kommen hungrig zurück. Sie lernen nicht gut mit leerem Magen, weil ich nicht für sie sorgen kann. Hier dagegen sind 6.000 Euro oft nicht genug für eine Monatsmiete. Und ein Hamburger kaum für unter 17 Euro zu haben. Internationale Geschäftsleute bezahlen diese Preise. Sie sind vor allem wegen Angolas Öl hier. Doch davon profitieren vor allem ausländische Konzerne und die angolanische Regierungselite. Luis schlägt sich als Parkwächter durch. Eigentlich sollte er eine Rente bekommen, denn er hat fast 10 Jahre für die jetzige Regierungspartei im Bürgerkrieg gekämpft und wurde verwundet. Als ich wieder laufen konnte, hat mir der General umgerechnet 300 Euro gegeben, erzählt Luis. Dann habe ich nie wieder etwas von ihm gehört. Für Präsident Dos Santos' Partei hat Luis gekämpft. Und während Luis und andere in Armut lebten, habe sich Dos Santos schamlos selbst bereichert und die Opposition unterdrückt, sagen Kritiker wie Amnesty International. Nach fast 38 Jahren tritt Dos Santos nun freiwillig ab. Doch seine Familie sitzt weiter in Schlüsselpositionen. Seine Tochter Isabel führt die staatliche Ölgesellschaft und gilt als die reichste Frau Afrikas. Sein Sohn José ist der Manager eines staatlichen Investmentfonds, 5 Milliarden Dollar schwer. Fraglich, ob João Lourenço, der neue Kandidat der Regierungspartei, so frei agieren kann. Und ohnehin gilt er als Vertrauter von Dos Santos. Dazu kommt, dass Dos Santos weiterhin Chef seiner Partei sein wird, sagt dieser politische Analyst. Bleibt die an der Regierung, dann wird er weiter deren Politik bestimmen. Luis macht sich keine Illusionen über die Herrschenden. Und doch hat er heute wieder für sie gestimmt. Wenn die Opposition gewinnt, so sagt er, dann sei es sicher endgültig vorbei mit seinem Rentenanspruch. Denn die Opposition, das seien schließlich die, auf die er im Bürgerkrieg geschossen hat. Der FC Liverpool spielt an der legendären Anfield Road. Das ist jenes Stadion, in dem noch nie eine deutsche Fußballmannschaft gewinnen konnte.
Aber einmal ist immer das erste Mal, dachte sich 1899 Hoffenheim und wollte durch einen Sieg heute Abend die Champions League-Qualifikation überstehen. Über das gerade zu Ende gegangene Spiel Kersten Eichhorn. Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann sieht sein Team ganz in Weiß von Beginn an in Abwehrnot. Liverpools Mané auf Emre Can. Das 1:0 durch den deutschen Nationalspieler, 11. Minute. Die Engländer wie aufgedreht. Mit dem Ex-Hoffenheimer Firmino. Pfosten Mohamed Salah, 2:0 für die Jungs von Jürgen Klopp. Schmerzhaft für die Hoffenheimer, die gleich den nächsten Treffer kassieren. Wieder Emre Can, das 3:0 wie im Training. Julian Nagelsmann reagiert, bringt mit Marc Uth einen vierten Stürmer. Der Joker zündet sofort, nur noch 1:3, 28. Minute. Neue Hoffnung für die Hoffenheimer Fans. Nach der Pause aber Kevin Vogt mit dem Patzer gegen Henderson. Firmino, 4:1 für Liverpool. Sandro Wagners 2:4, 11 Minuten vor dem Ende. Ergebnis Kosmetik. Für Hoffenheim bleibt der Trostpreis Europa League. Und damit zu Claudia Kleinert. Was erwartet uns morgen am Himmel? Karim Jaska, es wird gar nicht mal so unfreundlich. Das heißt, es zieht zwar ein Frontensystem rein, aber das tut nicht allzu viel. Es hat nur einzelne Schauer und Gewitter dabei. Bei der bisherigen Ungerechtigkeit allerdings wird es bleiben. Und ungerecht ist es, denn im Süden ist es sehr warm, im Norden gut, heute auch annähernd sommerliche Temperaturen, aber bei weitem nicht so warm wie beispielsweise im Süden Baden-Württembergs oder Bayerns. Das Tief, das reinzieht, wird daran auch erstmal nichts ändern. Dann aber kommt wieder sehr warme Luft und die schafft es vor allen Dingen im Südwesten wieder für hochsommerliche Temperaturen zu sorgen. Das bedeutet nämlich für Freiburg, dass die Temperaturen morgen ein bisschen runtergehen, danach aber auf rund 34 Grad ansteigen. Das heißt am Wochenende, Samstag, Sonntag sehr heiß. Danach geht es dann langsam runter. Aber Sie sehen, dass es selbst bis Anfang nächster Woche an die 30 Grad bleibt. Ganz anders im Norden Deutschlands. Vielleicht auch gar nicht so schlecht für die meisten. Da ist es bei weitem nicht so warm. 22 Grad in Hamburg und es geht eher so ein bisschen auf rund 20 Grad runter. Es wird sich nicht großartig was ändern an den Temperaturen. Anders als im Süden, wo es dann wirklich deutlich bergab gehen wird. Die Front wird jetzt in der Nacht schon für etwas dichtere Wolken sorgen. Einzelne Schauer und Gewitter gibt es dann von Ostfriesland bis nach Nordrhein-Westfalen. Sonst oft sternklarer Himmel. Temperaturen gehen in der Westhälfte auf 18 bis 15 Grad runter. Nach Osten hin 12 bis 9 Grad. Morgen